Herzlich willkommen bei der B2B-Wirtschaft und danke, dass Sie hier sind, Barbara Messer. Es geht um das Thema Resilienz. Ich habe eben, wir sind hier bei BMW Stadag in Norderstedt, und ich habe eben mit dem Inhaber gesprochen und er zeigte auf ein paar Bilder zum Thema Resilienz und sagte, mein Großvater, Urgroßvater, die haben noch Wasserflugzeuge gebaut und dann kam der Krieg und dann durften wir nicht mehr und Söhne verloren und immer wieder aufgestanden und so weiter. Und das ist ja eigentlich unser Thema Resilienz. Vor 5 Jahren hat das Thema noch keiner gekannt und heute ist es irgendwie überlebensnotwendig. Was ist Resilienz? Also erstmal hallo auch von meiner Seite oder moin moin. Resilienz kann in gewisser Weise als Aufstehfähigkeit oder auch Widerstandsfähigkeit verstanden werden, wenn mich sozusagen das Leben runterdrückt, wenn Schicksalsschläge kommen, wie komme ich wieder hoch oder wie gehe ich mit denen um? Der Begriff kommt auch in der Industrie vor, eben die Widerstandskraft von Gewebe sozusagen. Da findet er seinen Ursprung. Und das Thema ist meiner Meinung nach extrem relevant, gilt auch als Zukunftsfähigkeit, eben Resilienz, wobei es auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil wenn man ständig nur denkt, man muss durchhalten und immer wieder aufstehen, dann ist auch der eine oder andere sehr Burnout gefährdet. Also es ist schon ein sehr spannendes und heikles Thema, finde ich. Dann nehmen wir den typischen Tag eines Mittelständlers. Mhm. Die ersten Nachrichten sind schon so halb gar gewesen. Und dann kommt die Post, die wird verteilt und das haben wir vor allem bei jungen Selbstständigen. Plötzlich machen sie die Post auf vom Finanzamt. Mhm. Das erste Jahr ist abgerechnet, das zweite Jahr ist schon eingereicht und plötzlich wird gesagt, die Steuer vom ersten Jahr, die Steuer vom zweiten Jahr und eigentlich können wir auch noch eine Vorauszahlung von irgendwie machen. Genau. Ja. Und dann guckt man drauf. Was ist an diesem Punkt dann noch resilient? Eigentlich würde ich sagen, für viele das aus, die können sich dann umdrehen und abschließen. Was ist die Alternative bei solchen Nachrichten? Letztendlich geht es darum, zu verlangsamen und zu checken, was läuft bei mir ab. Also weil, wenn ich den Brief aufmache, ist ja noch nicht unmittelbar das Problem da. Es ist ja erstmal nur im Briefumschlag. Ja. Und ein ganz bekannter Mensch der Resilienz war es Viktor Frankl, der das Konzentrationslager überstanden hat. Und von ihm gibt dieses Bild, es gibt den Reiz und die Reaktion darauf. Und dazwischen haben wir sozusagen eine Chance zu reagieren. Wie reagiere ich? Bringe ich mich gleich um, übertrieben gesagt? Halte ich erstmal an? Sorge ich erstmal für eine kleine Auszeit von 5 oder 10 Minuten, um mich zu beruhigen? Wie fahre ich wieder runter? Welche Wahlmöglichkeiten sehe ich? Also, dass ich mir praktisch einen Puffer mache, wie ich jetzt reagiere, um souveräner agieren zu können. Ja? Und ich kenne das auch. Es gibt auch Momente, wo ich zum Beispiel sage, nö, diesen Brief mache ich noch nicht auf. Ich mache noch vorher folgende Sachen, um dann klar entscheiden zu können, zum Beispiel. Auch das, also immer wieder zu gucken, wo komme ich in die Handlungskompetenz, wo lasse ich mich nicht verrückt machen, wo kriege ich Besonnenheit her. Das bedeutet für mich zum Beispiel im unternehmerischen Kontext auch resilient zu sein. Wir haben diese Situation, der Brief vom Finanzamt, der lange erwartete, liegt auf dem Tisch. Ja. Was ist Ihre Puffer-Strategie? Was, also außer liegen lassen, das ist das eine. Das kann dann auch in die Hose gehen. Ja, gut, da ist die Zeit entscheidend. Natürlich nicht 3 Monate liegen lassen, sondern mal eine Stunde vielleicht noch. Ja. Aber jetzt machen Sie ihn auf und da steht, erstes Jahr nachzahlen 20, zweites Jahr nachzahlen 30 und drittes Jahr nach Vorzahlen 45 und dann sagen Sie, ich gleiche das nochmal ab. Mist. So, wo ist da die Taktik, die Sie persönlich sehen oder empfehlen? Also es ist tatsächlich die bewusste Entscheidung, wann öffne ich den Brief, weil er kommt ja nicht unvorbereitet. Ich ahne ja erstmal überhaupt und dass ich mir bewusst Zeit nehme, wann mache ich den auf. Und wie gesagt, nicht 3 Monate später, sondern heute. Wann mache ich ihn heute auf? Was tue ich eventuell, um mich schon vorher ein bisschen stabiler zu machen?
Also gehe ich meinen Worst Case durch, das mache ich ganz oft. Wenn ich sehe, ah, jetzt kommt das auf mich zu, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Eine Insolvenz oder eine Verschuldung oder. Was bedeutet das für mich? Also schon mal so ein bisschen durchzuspielen, um mehrere Handlungsoptionen zu haben. Und dann natürlich aufmachen und dann auch ein Stück sich dem, wie soll ich das sagen, nochmal dreimal ein- und auszuatmen. Also wirklich nicht gleich total in die Angst oder ins Chaos oder in, oh Gott, jetzt ist alles zu spät, sondern ich betrachte den, vielleicht hole ich mir noch eine Tasse Kaffee oder Tasse Tee, lese den nochmal. Eine Maria Kron. Wer das braucht, auch das. Oder ich rufe jetzt jemanden an, mit dem ich einen guten Draht habe. Partner, Partnerin oder ähnliches oder Freundin anzurufen. Hey, Folgendes ist passiert, um es überhaupt auch erstmal wieder auszusprechen. Also das ist so eine Art Notfallprogramm ja auch, wenn so etwas kommt. Das zum Beispiel zu teilen. Die Tatsache können wir nicht ändern, aber wir können unsere Reaktion darauf ändern. Und wenn wir getroster sind, den Begriff mag ich gern, wenn ich getroster bin, also wenn ich weiß, ich habe mit jemandem drüber gesprochen, es gibt schon einen Notfallplan. Oder der hilft mir mit Fragen, wer weiß, wozu das gut ist, zum Beispiel. Ist für mich eine der entscheidendsten Fragen. Was gibt es gerade zu lernen und wofür ist das gerade gut? Habe ich vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt? Ist es vielleicht sogar gut, dass das gerade passiert und ich bin am falschen Platz, zur falschen Zeit oder ähnliches? Also das, dann fangen an, dann lohnt es sich zu gucken, was habe ich für Denkschleifen. Und wie kann ich die sozusagen so steuern, dass ich jetzt nicht zusammenbreche, sondern okay, es gibt ein Learning, es gibt eine Erfahrung, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, eine Chance oder jemand anderes hat eine Idee. Also um eben nicht gleich sich zu sehr verrückt zu machen. Weil wenn wir unbesonnen sind, wenn wir in Panik kommen, ist es schlimmer. Ja, deswegen zu gucken, wie größtmögliche Souveränität zu gewinnen. Ja. Das war jetzt der Single Impact. Also das berühmte Schreiben vom Finanzamt, das nicht nur den Tag, sondern das Jahr vielleicht zerstört. Und ich habe darauf eine Strategie gefunden. Das habe ich für mich verstanden. Ich höre von vielen Mittelständlern, dass die sagen, das, was mich kaputt macht, ist eigentlich so ein bisschen mehr wie so ein Schrotgewehr. Also von den einzelnen Schrotstücken stirbt man nicht, aber ja, 200 Stück an einem Tag oder in einer Sekunde bringt den Kreislauf zum Zusammenbrechen. Und wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, sagen die immer, ich habe jeden Tag 50 Sachen, die alle nur 30 Minuten dauern. Ja? Also ablegen, bedenken, Antwort formulieren, wie auch immer. Aber am Ende bringt mich das um. Ist da auch eine Möglichkeit der Resilienz gegeben? Also letztendlich ja, wobei ich auch zu den Menschen gehöre, dass die Anforderungen und die Situation im Moment und die letzten Jahre immer anspruchsvoller geworden sind. Es kommt viel auf uns zu, es kommen auch, also ich habe jetzt gerade einen Bescheid bekommen vom Gewerbeamt, ich sage jetzt die Ortschaft nicht, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gar keinen Müll, ich war da nie und soll trotzdem eine Müllgebühr und das noch bezahlen, wo ich auch da sitze und sage, das ist ein Verwaltungsaufwand, der steht überhaupt nicht mehr im Verhältnis zu dem, was ich zum Beispiel gerade zu tun habe. Ja? Und davon haben wir stapelweise voll. Das heißt, wir brauchen eine Stabilität auch drumherum, wenn wir uns entscheiden, weiterzumachen. Also wo kann ich gut auftanken? Wo habe ich ein Netzwerk, was mich stärkt? Ja, wie dieses Netzwerk zum Beispiel. Wie kriege ich die Gedanken immer wieder in die richtige Richtung? Wie kriege ich keine Pausen hin? Also dass ich zwischendurch wirklich sage, ich gucke mal zwischen Brief 1 und 2 mal eben aus dem Fenster, sehe, dass die Birke da blüht und atme erstmal einfach. Also tatsächlich ist das Atmen etwas, was oft unterschätzt wird, mal kurz minimal zu pausieren. Und es braucht nach meinem Verständnis auch echt ein Netzwerk, gute Partner, Menschen, wo man auch mal sagt, du, mir reicht's gerade. Also ich finde es zum Kotzen, was gerade passiert, um es mal im Originalton zu sagen.
Ja, und mit diesen Partnern auch wirklich ernst zu sprechen. Aus meiner Erfahrung ist es gut, sich zuzumuten und auch wirklich zu sagen, du, das geht mir unter die Haut, das ist zu viel, ich überlege hinzuschmeißen oder ähnliches, um ehrlich zu sein. Ja? Und dann kann ich ja auch schauen, wie steuere ich meine Gedanken im Sinne von, ist es gut aufzugeben vielleicht auch? Gibt es Alternativen? Ja? Ich habe zum Beispiel, mein Notsatz ist, zur Not mache ich Nachtdienst. Also wenn bei mir irgendwas schief geht, gehe ich in die Pflege zurück und mache einfach Nachtdienst. Damit bin ich immer gut durchgekommen. Das ist so mein Ruhekissen. Ja? Einen Beruf zu haben, wenn alles schief geht, kann ich da immer zurück. Vielleicht gibt es das bei jedem, dass er so eine Art Ausstiegsszenario hat, Plan E, F und so weiter. Also man braucht meiner Meinung nach mehrere auch. Dass wir immer wieder das Gefühl haben, wir haben Wahlmöglichkeiten. Ich entscheide, nicht irgendein Amt oder das Finanzamt oder eine neue Auflage, die das tausendste Mal jetzt es wieder schwerer macht. Ja? Also die Folgen von Qualitätsmanagement, von den ganzen Sicherheitsauflagen, rechtliche Anforderungen, die steigen ja, es wird ja nicht leichter. Und das kann eine Überlegung auch sein, Varianten zu haben, auf jeden Fall. Wenn Sie einen jungen Unternehmer vor sich hätten und der stellt die, also Menschen möchten ja immer so 10 Tipps oder 5 Tipps, 4 für... Ohne dass man sagt, also heute ist der böse Brief gekommen oder ohne dass heute 70 andere Sachen gegangen sind. Was würden Sie dem raten, was er lernen soll? Also vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Strategien, wo man sagt, so gut, dass ich sie habe, ich habe sie irgendwann gelernt. Hat sich da bei Ihnen irgendwas rausgebildet? Auf jeden Fall. Also ganz wichtig finde ich es nicht so schnell zu bewerten, sondern es einfach mal stehen zu lassen und nicht gleich, das ist so und so oder der ist so und so, sondern okay, da ist ein Brief gekommen vom Finanzamt, der ist noch in der Frist zum Beispiel, dass ich nicht gleich werte oder dieses Finanzamt, das reicht mir oder so, sondern Tatsache ist, das und das ist gekommen und wahrzunehmen, was bei mir passiert. Dieser Moment von dem Reiz, also Brief oder andere Herausforderungen und meine Reaktion, dass ich dort, das sagt der Frankl so schön, da entsteht unsere innere Freiheit, die uns keiner nehmen kann. Also sich nochmal wirklich zu sagen, ich bewerte das nicht automatisch. Das ist für mich eine ganz wichtige Strategie. Die zweite ist, das Ganze auch in ein größeres Gefüge zu stellen. Also ist das Problem, was ich habe, das größte auf der Welt gerade? Oder gibt es etwas, was viel schwieriger und größer ist? Auch das finde ich was ganz Wichtiges. Meine Mutter ist für mich immer eine wunderbare Lehrmeisterin gewesen. Und als sie gestorben ist, habe ich ihr Zimmer mit aufgeräumt und habe so einen kleinen Zettel an ihrer Pinnwand gefunden. Und auf dem stand, ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden traf, der keine Füße hatte. Und diesen Satz, den hatte sie mir nie erzählt, den habe ich dann gefunden, nachdem sie gestorben ist. Und das ist für mich schon etwas, das, was ich als Problem habe oder wir als Unternehmen, wir als Gruppe, als Verband, ist das jetzt das Schlimmste oder wo gibt es noch Größe? Also wie kann ich das auch wieder relativieren, um letztendlich ein bisschen in die Demut zu gehen vielleicht auch, ins Relativieren. Und Demut und Dankbarkeit sind dann auch schnell als, werden am Ende ein Glück. Also das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ist es jetzt das Schlimmste oder gibt es noch Menschen oder Situationen, wo es viel, viel schlimmer ist? Ja. Das Dritte ist für mich auch, sich tatsächlich mal dahin zu beamen, was ist, wenn ich es überstanden habe. Also es wird eine Phase kommen, wo ich das überstanden habe und wenn ich eben aufgegeben habe. Aber es gibt dann wieder eine Phase, wo es mir besser geht, wo ich das überstanden habe. Trauerarbeit gehört ja immer dazu, loslassen und dann mal zurückzublicken. Also man beamt sich in die Zukunft und blickt zurück und sagt, jetzt ist es ja besser und das habe ich überstanden. Also das stärkt auch meiner Meinung nach von innen, wenn ich weiß, ich werde das überstehen. Es macht mich stärker. Ja, die Probleme sind ja auch oft gerade so, dass wir sie gerade noch bewältigen können. Und dann machen sie uns reif fürs nächste Problem. Das Leben ist ja kein Ponyhof sozusagen. Und wer Unternehmer ist, der unternimmt gerne. Und da geht nicht alles. Also manches funktioniert dann einfach auch nicht. Sie kommen, ich hätte fast gesagt, gebürtig aus der Altenpflege. Mhm. Wir sind jetzt im Autohaus. Mhm. Wenn ich über die Jahrzehnte gucke, bei Autohäusern, es gab Zeiten, da ist keiner gekommen. Es gab Zeiten, da haben die alles verkauft. Mhm.
Dinge ändern sich. Wo kann man Sie einsetzen, Sie persönlich? Also es geht ja einmal um Ausbildung des Unternehmers, der Führungskräfte, der normalen Mitarbeiter. Wenn jetzt ein Autohaus käme, als Beispiel, und ich behaupte mal, den Jungs und Mädels im Autohaus geht es deutlich besser als in der Pflege im Nachtdienst. Ja. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Wie würden Sie so ein Unternehmen in Richtung Resilienz wieder bewegen? Auf jeden Fall ganz genau gucken, wo wollen wir hin. Also erstmal braucht es ein ganz klares Ziel, ein Lernziel letztendlich. Wo wollen wir hin, wo sind wir jetzt und wie kommen wir dahin? Und das ist Arbeit an Einstellung, an Haltung, für sich, also jeder für sich alleine. Und auch das Team. Also wie gelingt es dem Team, der Gruppe, näher zusammenzurücken? Also ich bin auch dafür, viele Oberflächlichkeiten wegzulassen. Wir müssen nicht mehr so tun, als ob. Also Resilienz heißt auch, nackter oder schonungsloser zu sein und sich schneller den Schulterschluss herzustellen im Miteinander und jetzt nicht in Animositäten zu verfallen. Perfektionismus ist komplett anstrengend und falsch. Vieles ist viel zu perfekt. Die Menschen sind damit beschäftigt, dass es so, ja, dass es immer das Beste wird und so weiter. Das ist anstrengend, aber dann eben zu gucken, wie kriegen wir das Team zusammen, wie kann die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit miteinander geschätzt werden, wie kann man sich schnell die Bälle zuwerfen im Sinne von, okay, der hat da seine Schwachstelle, hier habe ich meine, wie gehen wir Hand in Hand und dann natürlich auch zu gucken, wo wollen wir als Autohaus hin, als Team und was sind die Schritte und das ist eine Mischung aus Coaching, aus es hilft auch oft, die Menschen mal rausnehmen aus dem Kontext und wirklich rauszugehen, wandern zu gehen, paddeln zu gehen, draußen zu arbeiten, um den Kopf frei zu kriegen, um andere Perspektiven einzuholen. Es braucht vielleicht auch nochmal Arbeit im QM, also sind die Werte stimmig? Ne? Sind unsere Werte die wir wirklich im Alltag leben oder stehen sie nur auf dem Papier? Weil wenn die Diskrepanz zu groß ist, ist das ein Dauerstress. Ja. Welche Story wollen wir erzählen? Also eine gute Story ist auch etwas, was einmal die Leute mitnimmt. Das ist unsere Geschichte sozusagen oder wir stehen für. Und diese Story auch nach außen zu erzählen, weil dann gibt es auch wieder ein positives Feedback zum Beispiel. Also das geht nach meiner Erfahrung und Verständnis immer mehr in Richtung Öffnung. Öffnung zwischen den Menschen und auch Öffnung nach außen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für den schnellen Impuls. Schauen Sie gerne wieder rein. Es geht mit Barbara Messer noch mit anderen Themen weiter. Und ich freue mich drauf. Vielen Dank, ich freue mich auch. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.